Willkommen von der CS 2014, wo wir das LG Liveband haben mit Touch und Heartrate Monitor auch im Kopf, Ohrhörer drin. Das heißt, es ist ein kleines Armband, das es in drei verschiedenen Größen gibt. Wir sehen können M, L und XL. Hier vorerst nur in schwarz mit einem Display, das uns entsprechend verschiedene Dinge anzeigt. Wie ihr gesehen habt, ich habe es gerade bewegt, deswegen hat es gemerkt, okay, ich will es wohl wahrscheinlich anhaben. Und wie ihr sehen könnt, wir haben hier einige interessante Funktionen und vor allem ist es mit iOS und Android benutzbar, was ich sehr schön finde. Also wir sind nicht zum Beispiel auf das LG G2 limitiert. Ich kann zwischen Uhrzeit, Datum und Akkuzeit hier wechseln oder ich drücke nochmal drauf, dann sehe ich hier Kalorien verbraucht, wie viele Meilen oder Kilometer ich zurückgelegt habe oder hier auch noch, wie viele Schritte ich gemacht habe. Kann ich sagen Start, dann kann ich ein Workout starten. Oder ich drücke den Knopf nochmal und dann komme ich hier wieder zurück. Und ja, an sich könnt ihr sehen, sehr schickes Gerät. Werden über einen extra Adapter hier geladen. Und damit wir auch den Puls und weiteres messen können, müssen wir aber hier die Kopfhörer auch benutzen, die einen Sensor drin haben für den Puls. Also wir können dann hier entsprechend die einfach zum Musik hören benutzen oder zum Laufen. Deswegen hier oben noch dieser kleine Ding, was hier entsprechend beim Laufen uns dabei hilft, dass es nicht aus den Ohren rausfällt. Aber genau, dann werden wir hier den Puls auch messen können, den wir dann hier dann auch angezeigt kriegen. Und die beiden sind dann verbunden natürlich direkt über das LG G2, wo wir hier dann auch sehen, natürlich welche Strecke wir gelaufen sind. Unser Heartrate, unsere Sprachsteuerung und weiteres kann man dann hier auch alles anschauen, beziehungsweise die Aktivitäten und Home sehen wir dann entsprechend, wie viel Kalorien wir heute bisher verbraucht haben, was alles angeschlossen ist und ja, wir können auch die Musik bedienen, wir können auch Anrufe annehmen und die Musik entsprechend steuern. Dafür müssen wir jetzt aber aktiv verbunden sein mit einem Handy, sonst wird das nicht angezeigt. Das war ein ganz kurzes Handling mit dem LG Live Band von der CS 2014. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß, ich konnte noch nicht allzu viel zeigen, aber bald kriegen wir wahrscheinlich ein Testsample und dann gibt es weitere Teile von uns hier mit dem schicken Gerät. Hoffentlich wird es einfach noch ein paar andere Farben geben. Dann ist es eins meiner Favoriten jetzt hier bisher, was so Live Bands angeht, denn es ersetzt vor allem auch meine Uhr und nicht nur. Und hat nicht nur eine Funktion oder zwei. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Balaschka. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und schaut auf jeden Fall wieder rein. Beziehungsweise vergesst nicht, uns zu abonnieren.